Moment. Hallo liebe Simson-Freunde, hallo Thomas. Hi. Wir sind Simson und Zweitakter und das ist unser Kanal. Heute machen wir eine neue Rubrik auf und zwar, was ist wenn? Weil Thomas hat jetzt hier einen Fehler und da haben wir gesagt, okay, ja, da machen wir jetzt ein kleines Video drüber. Willst du es selber erzählen, den Fehler, oder soll ich es beschreiben? Beschreib mal. Ich beschreibe es mal, weil Thomas hat nämlich wieder mal kein Mikro mit angesteckt, aber das ist okay. Also, Fehler ist folgender. Erster Gang geht rein, zweiter Gang geht nicht rein. Warum geht er nicht rein? Keine Ahnung. Er probiert nochmal den zweiten Gang zu schalten, geht wieder kein Gang rein. Dann versucht er den ersten einzulegen. Ach, jetzt habe ich den zweiten Gang. Dann versucht er den dritten zu schalten, dritte Gang geht nicht rein. Dann versucht er nochmal in den dritten Gang zu schalten, geht nicht rein, schaltet einmal runter, wieder sozusagen in den zweiten Gang, dann ist der dritte drin. Also da scheint irgendwas nicht ganz in Ordnung zu sein. Vermutung war von mir sofort Schaltwalzenbolzen, dass da der Springring runtergerutscht ist. Ne? Weil dann kann die Schaltwalze hin und her rutschen. Das ist nämlich auch das gleiche Problem, wenn ihr den nicht falsch ausgeglichen habt oder schlecht ausgeglichen habt, dann hat der Spiel, der kann da hin und her. Und demzufolge wird eure Schaltung unpräzise. Ne? Also nehmen wir das jetzt mal auseinander. Wir lassen jetzt schon mal das Öl ab und dann schrauben wir den ganzen Kram mal runter und gucken da mal rein. Mann, ist die fest, Thomas. Ich bin doch schon vom Tobi gewohnt. Ja, also... Wie gesagt, also, der schraubt noch härter. Der schraubt noch fester. Genau, ich hole mir mal das ganze Werkzeug. Genau, also in dieser Rubrik werden wir alle so diese Kurzreparaturen, wenn wir da versuchen aufzunehmen, die dann sozusagen auftreten können, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich einen Fehler. Ja, und das soll euch einfach dann helfen. Also das mache ich, ich mache es dann gleich als Playlist. Und wo ihr dann sozusagen direkt in die Playlist reinschauen könnt. Thomas, hast du hier eine 12er drin? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine 12er. Dann wird wohl nicht so sein. Das werden wir dann aber gleich mal ändern in eine 13er. Okay. Weil, ja, diese Schrauben, ein 12er Kopf, das mag ich nicht. Hier, genau, 12er Kopf. Da gehört die 13er rein. Ja, im Bordwerkzeug hat man zwar auch einen 12er mit dabei, weil, ja, der Schok hat ja entsprechend einen 12er Maulschlüssel. Und dann... So, bisschen gewackelt und schon geht er runter. Genau. So, dann können wir schon mal einmal lose schrauben. Also wir haben auch schon mal die Ölablassschraube unten rausgenommen. Also wie man sieht, die hat auch ein bisschen Pelz bekommen. Schön scharf. Sehr gut. Ne? Hat ein bisschen Igel bekommen. Ist aber nicht schlimm. Hat das ja auch relativ viel Neues reingebastelt. Ne? Ja, da schleift sich ein bisschen was ein. Also wie gesagt, den Igel kann man da wieder runternehmen. Das ist halt auch wirklich, dass es absammelt, der Magnet. Ne? Hast du schon mal nachgezogen, ne, Thomas? Nein. Nein? Warst du noch nicht wieder drin? Nö. Solange da kein Öl raustropft, schraube ich keine Schrauben mehr. Hab ich die so angebrummt? Also wenn, da habe ich irgendwelche Sachen genommen, also Anabolika oder sowas. Wenn das von mir angebrummt werden sollte. Aber damit habe ich auch ein relativ ruhiges Gefühl, wenn mal die von der Rennleitung hinter mir hier sind. Ja, und das passiert ab und zu. Ne? Ja. So, ach guck. Deshalb habe ich hier die Wanne. Und deshalb habe ich die auch nochmal unten drunter gestellt, weil durch den Ständer komme ich nicht ganz hier unten drunter hin, weil ich weiß, dass in dem Bereich gerne nochmal ein bisschen Öl kommt. Ne? Und demzufolge habe ich den jetzt auch da so eröffnet. Und hier auch nochmal. Und dann können wir das jetzt einmal komplett abgreifen. Und dann geht halt nichts unten rum. So. Genau. So. Und wie ich schon vermutet hatte, sehen wir schon das Versus Knaxus. Da fehlt der Springring. Da ist er weg. Genau. Ne? Wo ist er, der Kollege?
Haben wir ihn vergessen? Nein. Ging ja bis gestern. Richtig. Genau, aber ja. Wir gehen mal auf Fishing-Tour. Also nicht, dass man hier irgendwie beim Ablassen. Da ist er. Da ist er schon. Guck. Der kleine Fadi hat sich da einmal verabschiedet. Und schon können wir beruhigt sein, dass der nicht im Getriebe rumfliegt. Genau so ist es. Und man sieht auch, dass er sich hier so an der glänzigen Kante rausgedrückt hat. Siehst du die? Ja. Das ist auch die scharfkantige Seite. Also ich habe ihn richtig rummontiert, aber den hat es drüber gedrückt. Ne? Also das ist manchmal so, das Material ist halt nicht immer 100% das Allerbeste, was da jetzt zu kaufen gibt. In demzufolge gucken wir, dass wir den jetzt ändern. Also unter normalen Umständen, wenn wir jetzt einen neuen Sprengring oder gut. Federring heißt es eigentlich. Ne? Sicherungsring. Sicherungsring. Neuen Sicherungsring. Weil ein Federring ist es nicht. Ein Federring kommt unter die Schrauben drunter und federt. Und ja. Das ist einfach ein Sicherungsring, der sichert. Und den würde man jetzt ganz einfach da einfällen und fertig. Genau. So, und da wir sowas ja da haben, vermute ich mal, hoppala, ich vermute mal, dass wir den da haben, weil ich habe ja so ganz viel von dem Zeug da. Das wird dann dieser hier sein. Dann können wir den auch genauso einsetzen. So, und dann schauen wir wieder nach scharfer Kante außen, weil den soll es ja nicht runterdrücken. Nicht nochmal. Genau, und dann können wir den da hinten so einsetzen. Das probieren wir jetzt einfach mal, ob wir da rankommen. Komme ich da ran? Oder komme ich da nicht ran? Es wird wahrscheinlich besser, Thomas, wenn wir den... Das ist doch fummelig. Ja. Genau. Also machen wir den doch auf. Das E. Genau. Und dann... Also man kriegt das sicherlich hinten reingefummelt. Ich möchte den aber auch nicht überdehnen. Weil sonst hält er wieder nicht. Sonst hält er wieder nicht gescheit, genau. Und deshalb machen wir den einfach jetzt einmal ordentlich. Und nehmen die kleine Kupplung mal noch mit raus. Ist ja nicht weiter schlimm. Kennen wir ja alles schon. Gezeigt. Ja. Oder ja, kann sein, aber das haben wir vielleicht auch übersprungen. Ich weiß nicht. Nein, nicht. Sicher nicht. Was mir auch in letzter Zeit öfters mal aufgefallen ist, dass gerne diese Verschraubung sich lockert. Genau. Das habe ich jetzt bei einigen schon gesehen, dass das locker war. Und dann, ach guck, die haben wir auch schön festgemacht. Also die ist auch richtig drin. So. Und dann nehmen wir gleich den 19er einmal mit. So. Also, das geht am allerbesten mit dem Teil. Legen wir uns mal hierher und den Korb nehmen wir dann mal kurz runter. Da hinten ist nämlich auch eine drauf und das passt eigentlich alles. Der ist ja wie gesagt nickelnagelneu gewesen. Von der Sache her. Kann sein, dass er sich ein bisschen jetzt
ja, bewegt hat. Gut. Dann nehmen wir den alten Ring wieder her, machen den alten wieder drauf. Nein. Mit Sicherheit nicht. Genau. Also wir machen, man sieht es auch schon. Ne? Also dass der hier ein bisschen weiter aufgebogen ist. Der Abstand hier oben drin ist etwas größer als hier. Und da hat er etwas an Spannung verloren. Wie gesagt, ich bin da immer sehr vorsichtig beim Aufziehen und gucke, dass ich den wirklich nur so weit dehne, wie es unbedingt sein muss. So. Jetzt ist er wieder drin. Und somit funktioniert eigentlich die Schaltung auch wieder. Genau, jetzt funktioniert die schon wieder. Können wir auch probieren. Dann setzen wir den hier mal drauf. Machen den mal fest. Gut, also der zweite geht wieder rein. Der dritte geht rein. Der vierte geht rein. Es gibt wieder einen vierten Gang. Ja. Und da bist du vorher nicht mehr reingekommen. Genau. Also das passt jetzt alles wieder. Genau. Und diese hat auch gar kein Spiel. Also das ist so gut wie nichts. Ein ganz kleines bisschen hat sie, aber ja, das schadet ja auch nicht. So, nee, man sieht es auch hier, dass man hier den Ring drehen kann. Genau, ne? Also er sitzt nicht auf Spannung. Richtig, genau. Also das ist hier alles noch ein bisschen, man hat da ein kleines bisschen Spiel. Wunderbar. So soll es sein. Der ist drin. Gut. Der ist jetzt drauf. Haben wir ja bei dir auch die schöne 5-Lamellen-Kupplung eingesetzt gehabt, gell? Jo. So, und dann jetzt einmal. Ja. Das haben wir da gedreht. Ja, ja. Aber das macht ja nichts, kann man ja ruhig drehen. Ich muss halt jetzt bloß wieder die Rasterung finden. Und dann muss ich mich ein bisschen ans Rastern antasten. So, wenn ich Glück habe, kann ich die hier ein bisschen drehen. Ja, und schon ist sie drin. Und schon ist sie drin. Genau, so. Und dann brauchen wir wieder ein Sicherungsblech. Da setzen wir ein neues ein. Genau, so. Und dann setzen wir die Mutter wieder hübsch auf. So. So. Das passt mir erstmal so. Gut. Dann biegen wir das wieder schön zu. Wo ist das Loch? Da ist das Loch. Dann biegen wir jetzt an der Stelle. Schön ranbiegen. Fertig. Ja. Im Regal. Mhm. So ein Regal brauche ich auch. So ein Regal braucht jeder. Ja, das macht sich. Macht sich bezahlt, sowas zu haben. Ganz ehrlich.
So, dann hauen wir das Ding jetzt wieder zu. Gut. So. So. Ich muss jetzt echt mal ein Wort mit Thomas wechseln hier. Oh Gott, was könnte denn jetzt sein? Also, du bist Teil des Teams Simson und Zweitakter und verwendest solche Muttern. Da habe ich kein Problem mit, das ist mein Moped. Also, die ist noch nicht ganz rund. Okay, sie ist tendenziell mehr rundeckig, aber noch nicht ganz rund. Alter Verwalter, was machst du denn da? Das gibt's doch gar nicht. Sehr gut. So. Halt. Einer fehlt noch. Tja. Tja. Gelaufen kommt es noch nicht, oder? Oh ja, es kommt ganz, ganz bisschen. Guck. Dann reicht es. Die hält. Gut. Also hier auch nicht so fest anziehen, Jungs. Ne? Also das muss nicht mehr, als es darf. So. Ist er wieder fertig, ja. Also. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt und sonst irgendwie bei meinem Projekt mit dabei sein wollt, hier ist der Abo-Button. Dann halt den Daumen hoch und die Glocke daneben. Und dann geht es wieder weiter mit den nächsten Videos und dann werdet ihr daran erinnert, dass ich ein neues Video angestellt habe. Alles klar, dann bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.